Bitte, Walker, bitte. Sané, Mané, Koulibaly. Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem Player Pick Future Star Battle. Ja, Freunde, wie ihr seht, haben wir hier 30 von den Player Picks 81 plus gemacht. Wir machen heute ein fettes Battle. Ich habe mir da eine Kleinigkeit überlegt. Mit dabei haben wir heute einen Start, den Mr. in der Pfeife gerauchten, losen Bizeps. Yo, was geht ab, Freunde? Euer Mr. Tebeck-Oster, der Cevapcikoch. Ihr habt gehört, wenn ich gewinne, gibt es den Cevapcikoch auf Stefan Sanacken. Deswegen bin ich motiviert, Leute. Das hast du schon oft gesagt und wir haben es noch nicht gemacht. Nicht mal auf der Gamescom gab es Cevapcici, was soll das? Jetzt ist ja Corona, du hast gesagt, du kommst vorbei mit Massage, mit Happy Ends und so, hast du mir alles versprochen. Das machen wir auch noch, das vergessen wir nicht. Aber ja, was machen wir heute? Das erkläre ich euch jetzt. Und zwar werden wir hier diese ganzen Sachen öffnen. Es geht aber natürlich mit Bestrafung. Also am Ende wird discarded. Future Stars bringen 8 Punkte. Ein Walkout bringt 3 Punkte. Ein Inform bringt 2 Punkte. Und ein 84-Plus-Spieler, also 84 oder 84-Plus, bringt einen Punkt. Das Ganze wird dann addiert. Und am Ende wird die Differenz von den beiden entscheiden, wer discarden muss. Genau, nehmen wir mal an, Tabak hat am Ende 35 Punkte und ich habe 40 Punkte, müsste Tabak 5 Spieler discarden und diese Spieler, die ihr discarden muss, dann machen wir ein Team von den 11 besten Karten, die wir hier rausziehen und dann wird fett discarded und dann geht's los. Ich bin ready. Okay. Du kannst. So, 3, 2, 1, go. Komm schon. In meine Frage, oh, das ist der erste Punkt, Frankie de Jong. Laber nicht, hast schon einen. Du ja, Schlingel. Meine Frage ist, sieht man, wenn man öffnet, also wir können das jetzt durchhassen, sieht man, wenn man öffnet, kommt dann schon so eine Animation, erste Wow und Inform. Aber was nehme ich hast jetzt? Du was animiert gesehen? Nee, bei Inform wahrscheinlich nee, nicht. Nee, nee. Aber vielleicht nicht. Bei Future Star. Oh, ich habe einen Punkt. Ich will kurz sagen, ich habe jetzt einen Walkout und einen Inform, einen Bamford und Navas. Aber wir machen das so, wir nehmen immer nur der, den man auch pickt. Also ich krieg jetzt nicht einmal Walkout und einmal Finform, sondern nur den man auch dann auswählt. Aber es läuft bisher. Ich habe auch den nächsten Punkt. Ich sag mal so, die Player-Picks, die gönnen auf jeden Fall gutes SBC-Futter, gell? Safe. Aber ich will den Future-Star. Oh, der nächste! Ich habe Mondi und Laporte, was geht ab? Die gönnen ja mal unnormal. Oh, ich hab Walkout, den ersten. Diggas. Wen hast du? Den Thomas, den Aleichten Müller, den Team of the Anonymous, du kennst ihn, den Aleichten. Was geht ab, du kriegst ja in jedem Pack mindestens einen 85er, ich krieg den nächsten Punkt mit Luis Alberto. Warte mal, du kommst ja gar nicht hinterher. Ich hab schon drei, mal gucken. Ja, wir müssen am Ende, zusammenzählen. Ja, safe. Und der jetzt hab ich Scheiße gefressen. 85er. Ihr müsst mitzählen, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall mal mitzählen, das macht auf jeden Fall Sinn. Weil man kriegt hier, mein schlechtester war bisher, glaube ich, ein 85er. Was? Ich hab schon zweimal ins Gras gebissen. Was ist denn da los? Oh, was? Ich bekomme Lautaro Martinez 88 Inform. Bro. Oha. Schon jetzt durchgespielt. Hey, das ist der zweitbeste Team of League, glaube ich, aktuell. Was ist der Wert? Der ist, keine Ahnung, der ist locker so 150, 200k wert, glaube ich. Ich kann es gar nicht 100% sagen. Aber Bro, das ist Inform. Das ist krass. Nee, das ist, zählt als Walkout, gell? Weil der hat 88. Robertson, Walkout, der nächste. Hey, ganz kurz, Stefan, das ist eine gute Frage. Ja. Was ist, wenn du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Ich würde sagen Walkout, weil im Endeffekt kannst du jetzt schlecht bei beidem, weil sonst würdest du bei Future Star ja wahrscheinlich auch bei Future Star, bei Walkout noch. Genau. Und so, weißt du. Deswegen würde ich sagen, einfach gib ihm, mach Walkout. Ja. Ey, das ist krass. Ich habe bisher 6-7 geöffnet und habe 5 Walkouts. Ich habe schon wieder gute Punkte. Mach die, Leute. Ich habe noch nie gesagt, mach die Sets. Das ist der erste Walkout in Form. Sucuk. Achso, Sucuk. Echt? Sucuk. Digga, stell mal vor den Haus in die Pfanne mit ein paar Eiern, Digga. Richtig lecker. Alter, komm, was geht ab? Ey, das ist ja mal anders krank. Die können ja unnormal. Ich guck dir das mal Sets bitte an hier. Vor allem, man muss überleben. Ey, ohne Spaß, Leute. Da draußen. Ihr müsst gut zuhören. Diese Packs sind so billig sogar. Du brauchst 5 Rares einfach nur. Und die gönnen Hack. Okay. Also bisher Maximum Plus. Das ist der nächste 85er. Ja, also meine Strichliste ist bisher bei Walkouts mit 4 und bei 84 Plus auch mit 4. Hast du sonst noch was? Ich habe bis jetzt 3 84 Plus und 2 Walkouts. Also. Dann bin ich in Führung. Du bist in Führung, aber stell dir vor, okay. Ja, da kommt der Future Star. Der kommt nicht. Der kommt noch, der Future Star. Ich habe einen 85er bekommen. Ist nicht schlecht, merken's. Ja, die Future Stars müssen auf jeden Fall kommen. Ich darf nicht zu viele das ziehen. Das ist der nächste Inform. Hast du schon wieder einen? Also ich habe 84er Inform und ich habe noch einen 84er, aber dann nehme ich den Inform, der bringt nämlich
2 Punkte. Du Schlingel. So 400 Geld von Sean OP, gell? Ich hab den nächsten. Die Auswahl ist unnormal krank. Sehr gut. Ich bin bei. Wie viele hast du jetzt schon geöffnet? Ich bin bei eine Seite, 11 Stück habe ich jetzt geöffnet. Ja, ich bin bei 10. Ich bin bei 10. Ne, ich habe jetzt auch 11. Okay. Laporte, der nächste. Hast du. Hey, das ist Alter, so krank. Ich hab die den schon so zweimal hart gezogen. Komm, Baby, gib wieder! Martial! Come on, Future Star! Martial, nix dafür. Der nächste. Oh, ich hab einen Fanta-Spieler, Man of the Match. Raul Garcia, aber ich hab noch Mertens da drin. Ist auch was. Okay. Digga, bei dir läuft. Ich hab vergessen, dass man die auch ziehen kann, ne? Diese Fanta-Spieler, aber die sind da, glaube ich, kacke. Bei mir läuft, bei dir fliegt, oder was? Du rennst mir davon? Rückwärts. Komm, Future Star, bring mir 8 Punkte. Alter, nächste. Können wir mal kurz einen Zwischenstand machen? Ich habe jetzt so 15 geöffnet oder so. Okay, warte, lass mal kurz zählen, okay? 7, 84er plus. Das heißt, ich habe 7 Punkte plus 2 mal Walkout und 6. Ich habe 13 Punkte. 6 mal 6, also ich habe 6, 84 plus. Ja. Dann habe ich 1 Inform, sind 8. Und ich habe 5 Walkouts. Das heißt, was? Ich bin bei 23 Punkten. Willst du mich verarschen, was? 5 Walkouts, aus welchen Arsch? Alter, du kannst gleich alles discarden, Mann. Digga, was ist das für eine Ausbeute, Mann? Okay. Also Future Star könnte jetzt nochmal fett entscheiden. Digga, ich werde ihn ziehen. Oh, Inform. Wichtig. Ganz Inform? Wichtig. Okay. Komm weiter. Debichy, guter Mann. Ja, der nächste Iličić. Das ist der nächste 84 plus. Okay, komm. Oh, 2 Informs in einem Pack. Was für Informs? Bro, ich meine Walkouts. Ich hab das so nur Busquets. Gute Material. Das bringt nicht viel. Okay, doch, bringt 3 Punkte, ne? Ja, 3 Punkte. Komm schon, gib mir jetzt mal einen Future Star. Eigentlich müsste echt ein Future Star kommen, bei der Ausbeute bis jetzt. Irgendwann wird er da sein. Tobacco wird heute in der Pfeife geraucht. Digga, nix. Inform. Inform, 2 Punkte. Na, schade. Digga, du bekommst Punkte nach Punkte, gell? Ja, aber der Future Star würde jetzt komplett entscheiden, glaube ich. Also, wenn du den holst, bist du nochmal dran? Ich glaube, wenn ich ihn hole, dann sind wir so ungefähr gleich auf. Komm. Ja. Ach, Digga. Jetzt habe ich René gezogen auch noch. Oh, Donnerwetter. Komm schon, Baby. Donnerwetter. Jetzt kommt es noch. Ich sammle die Punkte. Weißt du was? Jetzt hilft mir Ibrahimovic, ich mein's ernst. Komm schon, Baby. Gib Ibra. Deine Nase ist Gold wert. Deine Nase ist Gold wert. Komm schon. Future Star. Ah, das ist der nächste Inform. Digga, wie viele Informs willst du eigentlich noch ziehen? Machst du eigentlich deine Strichliste auch, oder ja. Siehst du gerade nur 82er? Ich bin bei 884 plus, aber mehr auch nicht. Jetzt habe ich Mossi gezogen. Pizzi ist der nächste. Ex-Freund von Loredana. Oha, ich habe nur noch 4 Stück. Bro, du? Ich habe, warte mal, eine Seite sind 11 Stück, gell? Oh, Rashford. Ich habe noch, genau, ich habe 11 plus, ja genau, ich habe noch 10 Stück. 10 Stück noch. Was? Ich hab nur noch 3, dann hau mal rein jetzt. Okay, ich hau jetzt rein, komm. Ach, Digga. Ich zähl schon mal ein bisschen. Digga, ich hab jetzt schon Maguire, Digga. Was will ich mit Maguire? Komm, Baby, gönn ein bisschen Hack. Jorginho, schöne Locken, aber scheiß Rating. Weiter geht's. Jetzt hab ich nur noch 8 Stück. Bro, ich gerade ist die Scheiße am Dampfen, ich mein's ernst. Ich hab das Gefühl, du gewinnst das Ganze. Ei, was mir gerade auffällt, wenn ich verliere. Ey, jetzt mal ohne Spaß. Mein Lautaro Martinez. Du musst Dickness gerade, ich hab 31 Punkte. 31er. Halt, ne, das kann nicht sein, bitte. Okay, 84er zumindest, okay. Ey, ich hab 31 Punkte, ich hab so viele Walkouts, aber kein Future Star. Die letzten 3 machen wir zusammen auf, okay? Okay. Ich muss schauen, wie viel ich. Weil ich darf alle öffnen bis auf 7, weil ich hatte 7 mehr. Okay, ich hab nur noch 3. Okay, nice. Dann zähl jetzt mal deine Punkte eben zusammen, wie viele du hast. Ich hab 20 Punkte. 20? Ja. Oh mein Gott, das heißt, du müsst gerade alle Discarden, stand jetzt. Alle besten Discarden. Hör mir auf, ey. Wer hat sich diese Serie gerade ausgedacht? Hilfe. Warum, Digga? Okay. Aber Future Star kann alles noch ändern, ne? Dann wäre jetzt ganz wichtig für dich. Okay, komm. Okay, come on, let's go. Die letzten 3. Ja. Hä? Ist keiner dabei? Bitte, bei bitte, dir? Bitte. Okay, nächster Inform. Das Ding ist, er ist Duplikat bei mir. Ist egal, nimm. Ja, ich nehme ihn natürlich, ja, aber 2 Punkte. Okay, 2 noch. Du brauchst den Future Star. Wir sind jetzt bei 9 Stück, 9 Discards. Komm schon, ich mach auf. Komm, Baby, bitte. Okay, noch ein Punkt. Okay, wenn jetzt der Future Star kommt, muss keiner discarden. Das wäre legendär. Aber bei dir muss, und wenn bei mir, stell mal vor, ein 84er kommt. Okay, letztes Pack, 3, 2, 1, go. Komm, jetzt Future Star. Komm, Future. Zumindest ein Punkt. Okay, ich habe keinen Punkt mehr bekommen. Okay, ich glaube, ich muss nicht mein ganzes Team abstoßen, aber du fühlst deutlich. geile Idee, nochmal. Finde ich lustig. Okay, also ich habe gerade nochmal nachgezählt. Ich habe auf jeden Fall 31 Punkte, da bin ich safe. Das ist krass. Ich habe 11 mal 84 plus, das heißt 11 Punkte.
Ich habe zwei Informs. Das sind 4 Punkte, also 15 plus 9. Ich bin bei 24 Punkten. Dann würde ich sagen, stell mal die besten 11 in ein Team. Und das heißt, ich darf 7 discarden. Bro, ich werde mein Lautaro verstecken, als gäbe es keinen Morgen mehr. Lautaro kostet 300k. Was? Lautaro kostet 300k. Ey, das wusste ich ja echt nicht. Wow. Boah, versteck den. Versteck den, mein Freund. Okay, Stephen, ich habe ein bisschen umgestellt und ich habe Angst. Wir haben übrigens gerade gesehen, Stefan, du hast geschaut, wie viel kostet Lautaro? 300k, 300. Allein mit dem hast du ja schon Plus gemacht. Dann noch die ganzen Walkouts. Und ich hätte wirklich Bock, den zu spielen, weil, weißt du, wenn man den nicht rot sieht, dann ist es schon geil, eigentlich. Puh, ich muss den treffen. Ich muss den einfach treffen. 7 Picks habe ich jetzt ja ganz selten gehabt. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt echt hoch. Welche Formation hast du denn überhaupt? 4-4-2. 4-4-2. Oh. Willst du mir sagen, was du dann immer schon getroffen hast? Ja, ja, klar, kann ich machen. Okay, gut. Im Endeffekt kannst also wir starten, du viel SBC-Futter treffen, aber ja, Lautaro ist das Goldstück. Das Goldstück. Ja. Wir starten mal mit dem Torwart. Okay, das war Anthony Martial. Okay. Rechter Verteidiger? Inform Dubichy. Linker Verteidiger? Fernandinho. Ey! die beiden ZMs? Oh dear, Thomas Müller und Godin. Was? Ja, jetzt hast du nur noch 2 Picks, Cowboy. Oh. Jetzt wird's schwer, gell? Jetzt muss man so einzeln picken, oder? Von Insel her. Nur noch 2 Picks und Lautaro nicht dabei. Kann ich noch den hier? Komm, Lautaro, bleib hier. Ich gehe mit deinem rechten Stürmer. Okay. Saul Ninkes. Und mit deinem rechten Mittelfeldstürmer. Das ist der Mann. Letzter Pick. Der letzte Nein. Pick war's. Der letzte Lautaro? Pick war's. Ja, rechter Mittelfeld, gell? Hast du gesagt. Let's go. Digga, du hast mit dem scheiß letzten Pick getroffen. Das war lucky. Digga, das war Real Talk. Ich dachte, ich hab dich in den Eiern. Ehrlich. Ich dachte, ich hab ihn gut versteckt. So, alles klar. Tabak gibt das Ganze hier in der 85er SBC ab. Das geht auf jeden Fall klar. Lautaro. Deswegen schick ab. Lautaro, war schön mit dir, gell, Kollege. Wir haben uns 10 Minuten gesehen im Leben und jetzt auch nicht mehr. Ja, war mir eine Ehre, Stefan. Cooles Format. Super. Ja, war mal was anderes. War auf jeden Fall geil. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich fand, das war so ein bisschen Abwechslung. Falls ihr noch was Futtermäßiges habt, in-game, gibt ab, wenn ihr das untrade habt. Weil das hat sich wirklich ganz gut gelohnt, muss ich sagen. Ja, safe, würde ich auch sagen. Ja. Also, lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Wir sehen uns morgen mit dem nächsten Video. Schaut gerne beim Tabak vorbei. Dir gehört das letzte Wort. Jungs und Mädels, lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao. Ciao.